Moin in die Runde. Heute hatte ich gerade so einen Schriftverkehr mit Albert Schweitzer Stiftung. Nicht die, wo die Grünen immer anhängen und sagen, wir müssen mit nach denen ihre Ideen arbeiten, alle Pflanzen nicht ernähren. So, fällt mir doch gerade ein. Weil da hat auch so eine Maus geantwortet, als ich geschrieben habe, dass ja die in den hungernden Gebieten wird ja Milchpulver geliefert und Hartweizengrieß, dass sie überhaupt was manche Zähne haben und nicht verhungern. Und dann, nein, hat die dann geschrieben, hochkalorische Erdnusspaste. So, wenn ich aber jetzt die Worte des grünen der grüne Hühnerwestenverkäufer, wenn ich jetzt die Worte von dem nehme, die er früher gesagt hat, wir müssen aus Europa die Welt ernähren, die hungernden Gebiete mit ernähren. Ja, wo sitzen denn hier die Erdnussanbauer? Kann mir mal einer verraten, also hier in Europa. Ich habe jetzt noch mal ein bisschen die große Google-Buch aufgeschlagen und habe nachgeguckt. Also Afrika gibt es Erdnüsse, Südamerika ist ein heimisches Wesen und in Amerika selber, also in den Staaten, in den Südstaaten, in den Nordstaaten wachsen die auch nicht, komischerweise. Warum wohl nicht? Naja, und wenn wir das aus Europa alles schaffen wollen, deswegen haben wir auch für nächstes Jahr diese 4% Stilllegung abgeschafft, also der Minister, ich habe abgeschafft, dann frage ich mich, wie wollen wir die denn satt kriegen mit Erdnusspaste? Die importieren wir hierher und verkaufen die dann dahin oder was machen wir damit? Und dann hat die Albert-Schweitzer-Stiftung die Frage gestellt, ob ich jetzt der Meinung bin, dass wir, weil wir ja hier so gut leben, dass wir uns jetzt alle Pflanzen ernähren. Nee, können wir nicht. Punkt. Ihr begreift einfach nicht. Die Ernährungspyramide ist nicht umsonst aufgestellt worden. Stärke in Form von Kartoffeln oder Mehl, Weizen oder Roggenmehl, Dinkelmehl, könnt ihr alles zuzählen. Oder wisst ihr das? Nee, wisst ihr nicht. Gemüse, Fisch, Fleisch, Quark, Käse, Milch ist ganz wichtig. Aber nein, ihr seid der Meinung, dass wir uns pflanzlich ernähren können. Tja, dann macht das mal vor. 60% der landwirtschaftlichen Nutzfläche in Deutschland ist nun mal in Grünland. Und wie wollen wir die denn pflegen, hegen? Wollen wir die alle verbuschen lassen? Ach ja, stimmt ja, ihr wollt ja überall Urwälder haben und all sowas. Und Vogelschutzgebiete, wo kein Vogel hingeht. Ja, also, Albert-Schweitzer-Stiftung. Ihr habt von nichts eine Ahnung, beratet die Grünen, die noch weniger Ahnung haben. Deswegen haben sie euch hier gerufen. Und wenn der Namensspender von eurer Stiftung das wissen würde, was ihr für einen Scheiß macht, der würde sich wie ein Propeller drehen. Oder? Ihr habt von nichts Ahnung, wollt die Welt beraten und habt aber übersehen, dass zum Beispiel in Sri Lanka grüner Gedanke da war und das Volk fast verhungert ist. Die müssen Nahrungsmittel importieren. Früher Selbstversorger, jetzt müssen sie importieren. Und fangen wieder an mit Chemie und mit Dünger, mit Kunstdünger, ihre Erträge zu steigern. Tja, woran mag das wohl liegen? An der Weltbevölkerung. Gut, ich bin dafür, dass wir sagen, okay, die Grünen ernähren sich jetzt nur von Wiesen, dann haben die anderen mehr. Und die Grünen wählen, alle nur von Wiesen. Davon haben wir genug, weil wir haben nicht mehr so viel Rinder. Das sieht man hier am Heumarkt. Da drüben liegen ein paar hundert Ballen Heu. Die wird da nicht los, weil die Tiere nicht mehr da sind. Abgeschafft. Hier im Umkreis haben 3 Bauern aufgehört im letzten Jahr. 3 Bauern mit jeweils über 250 Milchkühe. Und nun gibt es auch nicht mehr genug Milchpulver. Der Spotmarkt der Milch ist ziemlich hoch. Aber ihr wollt unbedingt immer noch pflanzlich ernähren. So, und nächstes Jahr gibt es keinen Dünger. Weil SKW Piesteritz produziert ja nur AdBlue, weil es ja einen Engpass geben wird. Wegen Transport. Und wenn kein Dünger mehr vorhanden ist, Russland darf nicht exportieren oder wir importieren nicht aus Russland, die Polen werden uns nicht geben, die Franzosen produzieren auch nicht. Also, wo geht's denn hin, die Reise? Alle auf den Ökomarkt geschwungen. Ich bin ja gespannt, wann die ersten Vertreter der NGOs und dieser Stiftung zum Beispiel, dieser komischen Albert-Schweitzer-Stiftung, bei mir auftauchen, mit dem Spaten und den Acker umgraben. Weil Diesel nicht mehr da, AdBlue nicht mehr da für den Traktor, dann kommen alle hier. Ihr dürft gerne den Acker graben, dürft die Quecken aussammeln und so weiter und dürft dann die Sache urbar machen. Also überlegt euch, was ihr da schreibt und denkt nach. Oder geht zur Schule erst mal. Und nehmt die anderen alle mit, der Bundestag sitzt, den langen Haare da und die ehemalige Landwirtschaftsministerin. Nehmt die alle mit. Die sollen mal einen Beruf lernen. Dann können sie auch von Nachhaltigkeit reden. Nachhaltig, wer ist am nachhaltigsten?
die Förster, genau. Danach kommen die Landwirte und dann erst die alle anderen. Wenn ich immer so höre, wie nachhaltig, jede Sache, die ihr so alle rausschmeißt, immer nachhaltig. Selber könnt ihr keine Socken stoppen, geschweige denn den Knopf annähen. Aber ihr wollt nachhaltig leben. Alles klar, denkt mal drüber nach.